curious little boy, aren't you? Get rid of him! Ja, meine Freunde, und damit ein herzliches Hallöchen zum 10. Teil von Dark Parables, nämlich Goldklöcher und der Stern der Wünsche. Wir haben es ja, Teil 9 haben wir ja abgeschlossen, die Königin der Träume. Und da würde ich mal sagen, dann legen wir los. Keine, nicht um den heißen Brei rumgeredet. Wir drücken auf entspannt und let's go. Nein, keine Einladung. Und Hallöchen, hier oben bin ich. Warum jetzt? Schaff mal. Mit den Arzt. Gehen wir vielleicht dann eher hin. Ja, jetzt versuch's halt mal. Meine Sachen, das meiste scheint verloren gegangen zu sein. Zum Glück habe ich den Würfel nicht fallen lassen. Kapitel 1. Ja, aber gut, wir wurden von der gleichen Person angegriffen, wie der Junge angegriffen wurde. Warum greift diese Person Menschen willkürlich an? Das ist wieder so eine überhebliche Person, vermute ich mal. Ein goldenes Spinnnetz, wie ist das möglich? Hä? Ach so, das hier. Schauen wir mal, das können wir schon mal mitnehmen. Mist, ich muss den Schlüssel verloren haben. Was mache ich nun? Aufbrechen. Was sollst du denn sonst machen? Hier sind überall so seltsame Runen. Was mögen sie wohl bedeuten? Was mögen sie zu bedeuten haben? Ja, gut. Willkommen im Pariser Reich der gütigen Königin, Falla. Lesia und ihre verräterischen Verbündeten sind unerwünscht. Okay, dann habe ich das jetzt nicht mehr weit. Besonders einladend klingt das allerdings nicht. Das stimme ich jetzt zu. Wir haben aber jetzt auch keine Rune. Nochmal ein Stück Stoff. Sonst glaube ich, haben wir gerade aktuell hier nichts mehr. Wir brauchen halt irgendwas, um... Vielleicht kann ich damit hier aufschlagen. Ernsthaft? Irgendwelche was Kupferstücke, okay. Das hat nicht so nett, wie ich es mir gedacht habe. Ja, okay, gut. Aber das Geräusch ist schon ein bisschen laut. Aber es ist das übliche Dark Parables Sound. Das ist der typische Sound dafür. So. Hi. State your business.
has closed the forest. An artifact, you say? That is just the kind of lore that appeals to our queen. But I can't let you pass. Well, not unless you want to help me out. I lost my hunting horn somewhere in the forest. I'd look for it myself, but I can't leave my post. Can you help me find it? Okay, ich darf hier weitersuchen. Seeufer. Wer willens ist, mir weiterzuhelfen, das lohnt es sich auch, ihnen zu helfen. Ja, genau. Wir gehen aber erstmal am Seeufer, weil da kommen wir jetzt gerade noch nicht weiter. Ob der Abhang von Natur aus so aussieht? Nee, ich glaube eher weniger. Wir haben noch nichts zum Öffnen, also von daher. Kann ich das noch nicht rausnehmen, oder? Noch heiß, ich muss es meine Hände schützen. So, ein Runenstein. Da kann ich noch nichts machen. Da ist eine Eule. Die hebt sogar den Kopf, wenn man sie anklickt. Gut. Ich glaube, wir müssen hier was machen. Dreh die Runensteine, bis alle Runen sichtbar sind. Drehst du eine, beeinflusst die alle benachbarten Runen. Das war jetzt leicht. Sonne, Mond, Bär und Hirsch sind die Symbole der beiden Reiche am See. Als ob sie eine Geschichte erzählen. Es muss irgendwann zu einer verheerenden Ereignis gekommen sein. Ja, und was passiert jetzt? Okay, das goldene Netz wurde geschmolzen dadurch. Ja, mehr kann man jetzt da nicht mehr sehen. Gehen wir mal hier lang. Königlicher Schrein, und da hinten steht auch schon eine Person. What do we have here? Wer seid denn ihr? I am Princess Leda of Barja. I'm looking for the silver stags that have been terrorizing my people. Who are you? And what are you doing here? This is not a safe place. I'd advise you to leave. But perhaps fate has a role for you in all this. I suppose that remains to be seen. Ja, komm. Was jetzt? Alles klar. Die Prinzessin besitzt die Gabe der goldenen Hand. Davon habe ich schon einmal gehört. Ja, und da haben wir auch unser erstes Wimmelbild. Ich schaue mich aber erstmal hier um. Was ist hier? Nehmen wir mal mit. Hm, das sieht aus wie ein Moment der Königsfamilie. Ist das ihre Grabstätte? Hier ruhen die Könige Barajas. Die treuen Verteidiger des Landes und der Bewohner. Mehr kann ich ja nicht machen. Das hier? Wozu mögen die wohl gut sein? Wahrscheinlich ja, um hier drauf sich zu stellen. Ja, irgendwas werde ich wohl hier machen können, oder? Aber hier, wir haben wahrscheinlich noch nichts hier. Nee. Da wollte ich nicht raus. Ich spiele das Ganze übrigens wieder im Bildermodus, Fenstermodus. Weil OBS das wieder nicht anhaben will. Du siehst aber schon ziemlich lange liegend aus, mein Freund. Geschädigtes Jagdhorn müssen wir jetzt zusammensuchen. Es wird das typische Duck Parables Prozedere. Ein Gegenstand in ganz viele Gegenstände aufgesprengt und man muss die Gegenstände quasi zusammensuchen. Und nicht nur quasi, sondern ist so. Gut. Alles wieder, was mir verdächtig vorkommt, wird angeklickt. Aber diesmal bin ich da vorsichtig. Wir haben Zeit. Also ich werde mich auch in diesem Let's Play nicht hetzen, so wie bei den anderen nicht. Wer sich da hetzen lässt, ist selber schuld, sag ich mal.
Bei sowas muss man sich eben Zeit lassen, weil wenn man ungeduldig ist und nicht in aller Ruhe die Gegenstände Samsung Windows und wild rumklickt, ganz ehrlich, der ist für mich ein Möchtegern Wimmelbildspieler. Und der Nachteil ist, wenn man Fenstermodus spielt, dann sind die Gegenstände noch etwas spezifischer gelegt. Okay, das ist auch nicht gemeint. Alter, die Gegenstände sind verdammt gut hingelegt. Da haben wir noch wieder was. Da ist noch was. Da haben wir auch was. Da haben wir auch noch was. Jetzt fehlt uns noch ein Turm. Könnte das sein, wenn wir wieder unseren Scan-Modus. Es ist dieses braune Teil da unten in der Liste. Wo könnte das sein? Wo bist du? Oh Gott, das hätte ich beinahe nicht gesehen. Aber hier werde ich mich auch bemühen, wieder kein Lösen oder kein Tipp zu nutzen. Das war jetzt fast komplett. Ich muss die richtigen Teile finden. Was für eine riesige Spinne. Okay, das gehört schon mal nicht hin. Das gehört hier auch schon mal nicht hin. Eine Karte haben wir leider noch nicht. Hier, glaube ich, könnten wir auch noch was machen. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Ja, wie kann ich, kriege ich das denn bitte schön auf? Ich übersehe wieder was. Definitiv. Irgendwas übersehe ich. Ja, da kommt das hier rein. Der Mond fehlt hier auch. Ich habe jetzt hier ein Schwert, verrostetes Schwert. Kann ich damit hier, das Ding hier aufmachen? Ja, wow. Ja, mach auf. Eine Karte, die mir Simir See und eine Umgebung zeigt. Bloß die Königin Parisier und Olle ist ja sehr nützlich. Dieses Gebiet war einmal ein vereintes Reich. Die Legende besagt, dass Land und See nach einem Streit zwischen der Sonnen- und der Mondgöttin über die Sternschuhe von einem magischen Wal getrennt werden. Okay, dann haben wir schon mal die Karte. So, jetzt habe ich hier eine Bürste. Ich weiß nicht, was ich mit der Bürste machen soll. Überall sind diese Runen. Ich sollte sie mir merken. Schon klar. Ja, schau mal die Karte an. Wo muss ich denn hin? Hier könnte ich was machen. Ich bin bereits hier, okay. Und die Schnellreise geht diesmal nicht, okay. Jetzt ist die Frage, was muss ich jetzt machen?
Bin gerade echt am Grübeln. Ja, du bist auch so Ding Ding. RX-Kreis. RX-Kreis. Eine fehlt. Fehlt trotzdem noch was. Gut, jetzt haben wir das. Es fehlt aber noch eine Figur. Pack die Karte. Ach, diesmal geht's so nochmal der Schnellreise. Alles klar. Und dann müssen wir gleich wieder dahin. Da haben sie sich wenigstens an das Schnellreisesystem von anderen Wimbledon-Spielen gleich getan, sagen wir mal. Das Jagdhorn-Teil. So, mehr kann ich hier gerade nicht machen, oder? Nö. Hier, bitteschön. My trusty horn, and it's good as new. Keep your word, I see. Now it's up to me to keep mine. To get to the castle, follow the path to the village. There you'll see an old staircase. Take it. Okay. Check the perimeter, but I'll see you at the castle later. Okay, klar, also auf zu, zum Pier. Zum Pier Brosnan. Weit und breit ist kein Mensch in Sicht. Wo sind sie denn alle? Also ich würde bei dem Wetter auch nicht rausgehen, wenn ich ehrlich bin. Einen Wertstein könnt ihr jetzt gut gebrauchen. So schade, dass er auseinandergenommen wurde. Ja, den müssen wir halt empfinden. Den Wertstein. Ist das hier? Mit einer Kette würde man wohl kaum eine Statue dekorieren. Es sei denn, da hängt etwas dran. Vielleicht das? Bleibt das? Nee. Müssen wir wahrscheinlich noch finden. Ah, da gehört aber der Rabe rein. Oder die Krähe. Eins von beiden. Dann brauchen wir noch einen zweiten Vogel. Und ja, ich weiß, ich habe auch... Der nächste Vogel hockt... Der hockt hier oben. Okay, ich könnte da rein. Aber wahrscheinlich werde ich daran gehindert. Noch so ein mechanisches Tier. Zum Glück wird es niemandem mehr schaden. Ja, und wird prompt zum Wimmelbild. Okay, schauen wir uns gleich an. Da habe ich noch nichts, was das angeht. Das heißt, könnte nützlich sein, aber ich muss es abschneiden. Ja, geht wahrscheinlich mit dem nicht. Ja, es ist kein Zweck, das ist viel zu stumpf. Na komm, hier. Axtgriff. Alles klar. Okay, du bist auf jeden Fall dabei. Du bist auch dabei. Du bist dabei. Du bist dabei. Dann bist du dabei, du da, ja komm, du dabei, du dabei. Das ist nicht dabei, aber das ist hier mit dabei und das und das und das und das und das und das und das. So, wieder ein stylischer Axtgriff. Was ist das? Das Emblem ist des Luftreichs? Kann es wirklich sein, dass das checkt? Nein, das kann nicht sein. Wir sind hier viel zu weit weg. Weißt du doch nicht. Okay, wir müssen eh da lang.
Soweit so gut. Der nächste Etappe wird schwierig. Dieser Hirsch hat die Brücke beschädigt. Da kommt der hier, die Hälfte von dem schon mal rein. Gut. Was ist hier? Eine komische Puppe. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oh. Gut, dass ich das versucht habe. Es wäre gefährlich gewesen, etwas daran zu binden. Mhm, auf jeden Fall. Nein, kann ich nicht mitnehmen. Das heißt, dann müssen wir wieder zurück. Oh. Eine Statue der Sonnengöttin aus purem Gold. Diese Göttheit muss bei den Leuten hier sehr beliebt sein. Hat sie auch etwas in der Hand gehalten? Das haben wir wahrscheinlich noch gar nicht, oder? Nö. Oder das? Oje. Ich nehme mal das an mir und das auch an mir. Ich glaube, wir haben da noch nicht, was da hier irgendwie reinpassen könnte. Nee. Da brauchen wir noch nicht machen. Das ist vergebene Liebe, wenn wir das machen. So, was muss ich wahrscheinlich hier was machen, oder? Nee, ich muss da was machen wieder. Was? Ich hab doch kein Brett. Hier ist halt witzig. Hier rüber springen kann ich nicht. Ich hab nichts, was da reinpasst, oder? Hä? Was soll ich denn hier machen? Au. Okay, ich sollte mal vielleicht deutlicher hinschauen bei gewissen Gegenständen. Das passt bestimmt da rein. Machen wir hier hoch vielleicht. Nee, sieht nicht da aus, als würde da was. Da? Nö. Was soll ich denn hier machen können? House of Bulba, the Merchant Ancient Russian Landmark Restored to the List. Ja, toll, das haben sie natürlich jetzt wieder nicht auf Deutsch übersetzt, weißt. Das passt jetzt da aber nicht rein, oder? Nee. Was soll ich jetzt hier machen? Okay, ihr geht. Und ein Zahn ist ja gar nicht mal so furchteinflößend. Ja, da brauchen wir aber den Zahn. Warte mal, wir haben doch den Zahn. Oh. Ein Zettel und da kommt das Märchen. Das ist doch. Das mit den drei kleinen Bären. Interagiere mit den Objekten in der Szene und erzähle Goldlöckchens Geschichte. Ja, Goldlöckchen. Wo kann ich noch agieren? Hier mit dem Gebüsch. Und jetzt?
Oh je, okay, dann sind wir das hier da alles einsammeln. Okay, du kommst dahin. Das kommt dahin. Das kommt da. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt hierhin. Das kommt dahin. meine ich natürlich. Stimmt das noch nicht ganz? Ach so, verstehe. Die gleichen Sterne, also da brauche ich gar nicht unten nicht mehr wirklich lesen. Wenn man genau hinzieht, sieht man sowieso schon selber. War cool gemacht. Was? Steinkeil. Müssen wir wahrscheinlich ja wieder hoch. Ja gut, wie soll ich es fest? Vielleicht mit dem? Nee. Da ist ein Schleifstein. Was, Mike? Für mich muss das gewesen sein. Ich glaube, da haben wir noch nichts dafür, oder? Ich glaube nicht. So, dann haben wir das. Und damit kann ich das hier abschneiden. Und dann gehen wir wieder hoch. Kann ich das hier festbinden? Ja, toll. Was sagt die Karte? Da, wo ich bin, kann ich was machen. Und was genau? Davon habe ich nichts. Aber hier ist auch nichts zu mitnehmen, oder? Nee. Was soll ich denn bitte schön machen? Ach komm. Jetzt auf einmal gegen der Stein, weißt? Dann wollen wir mal Schwung bekommen. Au. Ruck. Das ist Jack. Was soll ich denn sonst hier machen? Ich muss diese... Ja, ich hab doch. Hier, bitte. Show up eventually. Nothing ever gets past you, does it? Okay. I owe you one, so I'll give you a warning. This case is far more complicated than you could possibly imagine.
the stag attacks aren't even the half of it. Okay. And if you have any plans for that star, don't bother. I'll be the one to make a wish. Bye-bye now. Okay, der lässt mich so nicht einfach rauf. Er scheint viel mehr zu wissen, als ich. Ich wünschte, er hätte mir mehr erzählt. Kapitel 2 sind wir jetzt angelangt, Freunde. Aber das ist jetzt erstmal das Ende der ersten Folge von Dark Place 10, Goldfläschchen und der Stern der Wünsche. Und schön, dass der gute Jack auch wieder mit dabei ist. Den haben wir ja auch in einem Teil kennengelernt. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das wisst. Und dann sage ich mal, bis dann.